Ja, liebe Zuschauer, draußen an den Bildschirmen, an den iPads, an den iPhones, auf den Terrassen, in den Kellern, überall wo Sie sind. Wir dürfen Sie ganz herzlich hier in Westerhausen begrüßen, in der Sporthalle, im Namen des ganzen TSV. Wir haben heute die blau-weiße Nacht und haben besondere Gäste. Ich darf begrüßen unsere Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten, Silke Meier von den Grünen, Frank Vornhold von der CDU, beziehungsweise als freier Bürgermeisterkandidat, aber eben als Kandidat der CDU, Jutta Deppmann von der SPD und Reinhard Scholz, auch als dann freier Kandidat, aber als CDU-Mitglied, also wie auch immer. Wir werden uns heute sportlich messen und was wollen wir das besser als eine Sporthalle? Und ich darf das Ganze übergeben als Moderation an Christoph Maria Michalski. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du mit dabei bist. Vielen Dank und viel Spaß. Hallo auch von meiner Seite. Wir fangen gleich mit der ersten Runde an, und zwar einer kurzen Vorstellungsrunde, ein paar persönliche Sätze. Wir machen das bitte wirklich in der Reihenfolge, wie ihr steht. Wir sind in der Sporthalle, also wird hier geduzt. Nach am Wahlkampfstand kann man sich wieder sitzen, aber jetzt wird geduzt. Bitte sehr. Ja, danke Christoph Maria. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Silke Meier. Ich bin die Kandidatin für Bündnis 90 Die Grünen. 50 Jahre alt inzwischen, gebürtige Mellerin, lebe hier mit Mann und drei Kindern seit ewig und drei Tagen in Melle. Ich bin seit gefühlten 11 Jahren, 10 Jahren stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt, Mitglied im Rat, im Ortsrat, ich war auch schon im Kreistag. Ich bin echtes grünes Kind, gelernte Baumschulgärtnerin, studierte Biologin, Erziehungswissenschaftlerin und Germanistin, arbeite als pädagogische Mitarbeiterin am Gymnasium Melle und freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Herzlichen Dank, genau in der Zeit, ich musste keine Nachspielzeit gewähren. Bitte, Frank. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Frank Vornhold, ich bin 49 Jahre alt, kandidiere auch für den Bürgermeisterposten in Melle, bin parteilos, werde unterstützt von der CDU und der FDP. Privat bin ich verheiratet, habe drei Kinder, 22, 19 und 14. Meine Frau ist Erzieherin und beruflich bin ich seit knapp 33 Jahren bei der Bundespolizei und aktuell Vizepräsident bei der Bundesbereitschaftspolizei. Herzlichen Dank. Wir gehen weiter im Mittelfeld. Jutta, bitte. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich heiße Jutta Deppmann, bin geboren in Osnabrück, aber lebe seit dem vierten Tag meiner Geburt in Melle. Bin also auch ein Meller Kind, auch familiär gesehen. Bin Erzieherin vom Beruf und 38 Jahre alt oder jung. Die Kinder im Kindergarten sagen alt, andere würden vielleicht sagen jung. Ja, bin sportlich begeistert, von daher freut es mich besonders, heute Abend bei der blau-weißen Nacht zu sein und kandidiere für die SPD. Herzlichen Dank. Wir kommen zu den Flügelstürmern. Reinhard, bitte. Exakt, ja, danke. Danke für die Einladung an den TSV. Mein Name ist Reinhard Scholz, ich bin 58 Jahre alt. Ich bin seit 2014 Bürgermeister dieser schönen Stadt hier, wohne seit 2015 mit meiner Familie in Melle mit zwei Kindern, 15 und 11. Der Älteste hat gerade gestern seinen Schulabschluss gemacht, fängt jetzt am August an der Lehre hier in Melle an. Vorher, bevor ich hier in Melle Bürgermeister geworden bin, war ich 13 Jahre lang Bürgermeister in der Samtgemeinde Adland und ich arbeite fast 40 Jahre jetzt in Rathäusern im Landkreis Osnabrück. Sportlich begeistert ja, Fußball nein. Marathonlauf war meine Disziplin, lange Zeit meines Lebens. Danke für die Einladung und ich freue mich auf einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Ich habe wenigstens ein T-Shirt an, um meine Sportlichkeit zu beweisen. Natürlich in den Vereinsfarben. Danke, Frank. Kommen wir sozusagen zu zwei Fragen, die ich jedem Einzelnen stelle, bitte auch um eine kurze, prägnante Antwort. Ein sportliches Vorbild oder ein Idol, wo sich Jugendliche heutzutage dann orientieren könnten oder sollten? Wen schlägst du vor? Oh, das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich, muss ich mich jetzt outen, komplett unsportlich bin und von Sport relativ wenig Ahnung habe. Im Moment gucke ich mit meiner Familie natürlich Fußball-EM und da fällt mir natürlich so eine Persönlichkeit ein wie Leon Goretzka, der als Teamplayer, als starker Mann, als starke Person, glaube ich, auch ein Vorbild sein kann für unsere Jugendlichen und für alle Leute, die gemeinsam als Team spielen möchten. Herzlichen Dank. Frank, deine Wahl. Ja, ist nicht ganz einfach. Die Auswahl ist groß, aber meine Auswahl ist auf Dirk Nowitzki gefallen, weil ich sehr gerne Basketball schaue und jemand wie Dirk Nowitzki, der sich im internationalen Bereich durchgebissen hat, wirklich sehr beneidenswert finde, wie er das gemacht hat und vor allen Dingen aufgrund seines sozialen Engagements, was er an den Tag legt, macht also sehr viel karitativ und gibt also das zurück, was er selber vielleicht auch an Unterstützung bekommen hat. Finde ich sehr, sehr gut. Herzlichen Dank. Gut, dann dein Kandidat. Ja, ich werde ein bisschen lokaler. Bei mir ist es eine Kandidatin, Ria Möllers. Ich schätze Ria sehr, ein Meller-Kind, die inzwischen für Bayer Leverkusen im Stabhochsprung startet, da auch im letzten Jahr Deutsche Meisterin war und dies Jahr verletzungsbedingt leider nicht teilnehmen konnte. Aber Ria kämpft sich immer wieder nach vorne und ich finde, das ist so etwas, was, glaube ich, schon auch ein gutes Vorbild ist. Sie ist Teamplayerin und ja, Fair Play steht bei ihr im
Vordergrund aber auch der Spaß am Sport, trotz Leistungssport. Und das, finde ich, ist etwas, wo man sich, glaube ich, gut dran orientieren kann. Und die ist eben auch noch ein Mellerkind. Dankeschön. Rainer, deine Wahl. Kann ich alle mitnehmen und auch unterstreichen. Meine Wahl ist eine ganz andere noch dabei. Meine Wahl sind die Übungsleiter vor Ort. Wenn hier Kinder in der Turnhalle trainieren, dann sind es die Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die für mich die Vorbilder für die Kinder sind, weil die zeigen, wie es geht, die zeigen, mit wie viel Einsatz man das macht, die organisieren das Ganze, die fahren die Kinder zu den Sportfesten, zu den Wettkämpfen hin, und das sind für mich die wahren Helden und deshalb auch wahre Idole oder Vorbilder. Herzlichen Dank. Das war ja nur zum Aufwärmen. Jetzt kommen wir zu der Runde, wo es schon auch um den breiten Sport vor Ort geht. Und die Frage lautet an jeden einzelnen Kandidatin, Kandidaten: Wenn ein Jahr du Bürgermeister, Bürgermeisterin gewesen bist, woran erkennen wir, dass der Breitensport noch stärker geworden ist? Ja, ich hoffe erstmal, dass wir diese Corona-Krise überwinden können im nächsten Jahr und gehe davon aus, dass wir alle vier Kandidaten, Kandidatinnen der einer Meinung sind, dass die Stadt da unterstützend ins Rad greifen muss, um da wieder allen Sportvereinen und allen Sportlern auf die Füße zu helfen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir vor allem den kleinen Kindern, die jetzt ein Jahr lang nicht schwimmen konnten und den Vereinssport nicht betreiben konnten, helfen können, dass Schwimmunterricht wieder stattfindet, dass Sportunterricht wieder stattfindet, dass die Mannschaftssportler wieder üben können, gerade in unserem wundervollen, zahlreichen Mellervereinen, aber dass auch die Individualsportler, die in Melle unterwegs sind, wirklich richtig wieder unterwegs sein können und tun können, was sie so gerne und begeistert machen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir von der Verwaltung, von der Stadt da auch bei helfen können, indem wir finanzielle, räumliche und organisatorische Möglichkeiten schaffen. Dankeschön. Frank, dein Plan. Ja, es ist natürlich das, was gerade von Silke gesagt wurde. Corona muss erstmal um sein, aber nach einem Jahr Bürgermeister stelle ich mir vor, einen Tag des Sports zu etablieren, wo wir einmal im Jahr tatsächlich als Verwaltung, als Stadt Melle den Sport zusammenführen, alle Vereine zusammenführen und einen Tag des Sports machen, wo wir tatsächlich das Thema Sport und Ehrenamt dann unterstreichen können. Weil es ist ja eben, glaube ich, auch schon deutlich geworden, wir sind darauf angewiesen, auf viel ehrenamtliche Helfer, um in den Vereinen tatsächlich die Vereine am Laufen zu halten. Und das wäre ein Tag, wo man tatsächlich einerseits den Sport hervorhebt und andererseits das Ehrenamt auch ehren kann. Herzlichen Dank. Die Idee von Jutta. Ja, viele Punkte sind schon gesagt worden, denen ich auch durchaus folgen kann. Ich wünsche mir, dass in Sachen Kreissporthalle es vorangeht, weil das, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist. Wir brauchen Hallenzeiten eben, damit die Kinder und Jugendlichen dann auch im Breitensport weiter Sport treiben können. Und ich wünsche mir, dass der Ehrenamtstag, denn das, was Reinhard gerade eben gesagt hat mit den Übungsleitern, dass der Ehrenamtstag des Sportdachs Melle in diesem Jahr, wird er ja leider nicht stattfinden können, aber hoffentlich im nächsten Jahr wieder stattfinden kann, weil genau da passiert das, das Ehrenamt wird wertgeschätzt. Die Vereine können eben ihren Übungsleitern, ihren ehrenamtlichen Vorständen dort einen Tag bieten, der eben genau das auch nochmal hervorhebt und eben natürlich eben, dass die Kinder jetzt hoffentlich auch vielleicht mal ein ganzes Jahr Sport treiben können. Ob es dann das Schwimmen ist, ob es dann der Fußball ist, ob es das Tanzen ist, von dem ich ja komme, oder ob es dann die Leichtathletik ist, das ist dann für jeden ja auch nach Interesse. Herzlichen Dank, Jutta. Reinhard, dein Plan. Fluch und Segen der letzten Antwort. Es ist vieles gesagt, vieles Gutes dabei. Die Frage war ja danach, wo steht der Breitensport in einem Jahr? Wenn wir über den Breitensport als Vereinssport im Wesentlichen sprechen, der prägt ja hier auch unsere Stadt, dann sage ich, der Breitensport ist in einem Jahr noch besser aufgestellt als jetzt. Und zwar nicht, weil die Stadt das tut, sondern weil die Vereine das machen. Weil die Vereine so gut drauf sind, dass sie sich aus Corona wieder erholen. Und in unserer Telefon- und Videokonferenz vor ein paar Wochen haben die Vereine ja auch deutlich gemacht, ich hatte wirklich größere Sorgen, was die Zukunft der Vereine angeht, wie stark die eigentlich im Augenblick dabei sind, wie die den Kontakt mit ihren Mitgliedern gehalten haben. Und deshalb ist mir nicht bange. Und für mich gehört dazu, wir hören zu und wir greifen da ein, wo die Vereine ein Problem haben. Weil nicht die Stadt macht Sport, sondern die Vereine machen den Sport. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauenden an den digitalen Endgeräten, wir brauchen eine kleine Umbaupause für das nächste, erste sportliche Spiel, wo die Kandidaten sich messen. Ich kann versprechen, das Ergebnis dieses sportlichen Wettbewerbes ist nicht gleichzusetzen mit dem Ergebnis der Wahl. Nur damit keine Verwechslungen auftauchen. Deshalb eine kleine Umbaupause. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich ja noch warm machen. Deshalb bis gleich.